Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Anders das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen! Das war jetzt schon ein breites Potpourri durch die Gesundheitspolitik und die Gesundheitsversorgung. Und ich denke, in einem sind wir uns einig, dass die Gesundheitsversorgung zu den wichtigsten Aufgaben in unserem Sozialstaat gehört und dass wir hier auch die größten und vielfältigsten Herausforderungen in den nächsten Jahren haben werden. Und wir haben uns das als Koalition zur Aufgabe gemacht, diese vielfältigen Herausforderungen anzugehen, Lösungen zu finden und allen Hessinnen und Hessen eine bestmöglichste Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen. Und dieses Gesetz heute in zweiter Lesung ist eben ein Baustein von vielen, um die Gesundheitsversorgung in vielen Bereichen, nicht nur im ländlichen Raum, auch in anderen unterversorgten Gebieten sicherzustellen. Der demografische Wandel macht sich ja überall bemerkbar und natürlich gerade in dem Gesundheitssektor, weil wir auf der einen Seite eben viel mehr alte Menschen und damit längere Krankheiten und höhere Leistungen haben, die gesichert werden müssen, und auf der anderen Seite eben ein Nachwuchsmangel, der sich ja nicht nur im Gesundheitswesen, aber dort ganz besonders bemerkbar macht. Und diesem Mangel werden wir nun mit dieser Landarztquote entgegentreten. Wie gesagt, es ist nur ein Baustein, aber ein ganz wichtiger Schritt, um eben die unterversorgten Gebiete wieder attraktiver zu gestalten. Und wir wissen, dass das nicht nur auf dem Land ist, sondern dass es unterversorgte Gebiete auch in einigen Städten gibt und dass auch dort teilweise Hausärztinnen überlastet sind und nicht mehr erreichbar sind. Und deswegen nimmt dieses Gesetz eben die Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger in den Blick und möchte das auch langfristig sichern. Genauso nimmt ja auch dieses Gesetz in den Blick, dass der öffentliche Gesundheitsdienst einen viel höheren Stellenwert braucht, dass er auch viel mehr Personal braucht, um eben einige Aufgaben, die jetzt Frau Böhm in ihrer Rede genannt hat, dann auch wirklich gut umsetzen zu können. Und deswegen sieht die Quote eben auch eine Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst vor, der nämlich maßgeblich den Bevölkerungsschutz vor Ort in den Blick nimmt. Und die Einbeziehung ist hier enorm wichtig, weil eben nur mit genügend Personal die Aufgaben bewältigt werden können. Es zeigt, dass dieser Gesetzentwurf sehr differenziert ist. Und diese Differenziertheit wurde von den Anzuhörenden in der Anhörung auch sehr gelobt und darauf hingewiesen, dass das ein beispielhaftes Gesetz ist, auch für andere Bundesländer. Wir wissen, dass wir den Hausärztinnenmangel haben, dass wir einen Mangel im öffentlichen Gesundheitsdienst haben an Ärztinnen und Ärzten und auch bei Kinderärztinnen und Ärzten, wo es eben entscheidend ist, dass eine Versorgung vor Ort ist. Und deswegen sind auch die mit inbegriffen. Und es freut mich auch, dass wir mit dem Änderungsantrag, den wir heute einbringen, auch die Internistinnen einbinden, weil die jetzt schon ein Drittel der Hausärztinnen und Hausärzte in Hessen ausmachen, weil sie eine Facharztausbildung haben, die die Grundlage ist, um ein guter Hausarzt oder eine gute Hausärztin zu sein. Und es ist eine wichtige Säule, die Internistinnen in der ambulanten Versorgung zu haben. Und deswegen ist es gut, dass wir hier investieren. Insgesamt werden das 3,3 Millionen € jährlich sein, um dieses Gesetz umzusetzen. Und ja, junge Studentinnen und Studenten bekommen ein umfangreiches Stipendium. Und ja, wenn sie die Auflagen für das Stipendium nicht erfüllen, dann droht eine Strafe.
Aber hört, hört, es gibt ja schon auch andere Länder, die eine Landarztquote beschlossen haben und schon in der Umsetzung sind. Bayern sei da genannt, aber auch das CDU- und FDP-regierte Land Nordrhein-Westfalen. Und wenn man sich dieses Gesetz in NRW anguckt, dann sieht man, dass es sich keineswegs von dem hessischen unterscheidet. 250.000 € Strafe, falls man der Verpflichtung, der zehnjährigen Verpflichtung nicht nachkommt. Und auch in NRW sieht man, es ist ein sehr angenommenes Gesetz. Es ist ein attraktives Angebot für junge Menschen. In Bayern wie und NRW ist es um das Achtfache überzeichnet. Auf einen Studienplatz kommen 8 Bewerberinnen und Bewerber. Das scheint also doch für junge Menschen ein sehr, sehr attraktives Angebot zu sein, um diesen Weg der Hausarztpraxen zu wählen. Und entgegen der Behauptung von Frau Böhm, wir wüssten ja gar nicht, wie man das hier macht, und das hätten sich Professoren alles alleine ausgedacht, und die hessische Landesregierung hätte damit nichts zu tun. Es ist dem Prof. Dr. Gerlach der Universitätsklinik Frankfurt zu verdanken, dass es bereits schon Curricula gibt. Das wird mit 900.000 € jährlich vom Land Hessen finanziert. Und genau diese enge Verbindung, dieses Konzept, nämlich die enge Anbindung der Studentinnen und Studenten an die Praxis mit Praktika, mit ordentlicher Begleitung und mit einer intensiven Vorbereitung auf das Hausärztinnen-Dasein schafft es nämlich, dass möglichst wenig Studentinnen auch abbrechen, dass sie gut vorbereitet in ihre Tätigkeit gehen. Und das auch Prof. Dr. Gerlach hat ausführlich betont, dass es richtig und gut ist, wie wir es in Hessen machen, und dass es wichtig ist, sein Konzept auch so umzusetzen, wie er es schon seit vielen Jahren an der Universitätsklinik Frankfurt und an der Uni auch lehrt und lebt. Ich freue mich, dass wir dieses Gesetz in der zweiten Lesung haben. Ich freue mich über unseren Änderungsantrag, der deutlich macht, dass wir auch die Anzuhörenden ernst nehmen, weil die nämlich sich zwar teilweise gestritten haben darüber, ob Internistinnen nun da reingehören oder nicht. Wir sind froh, dass sie dabei sind, weil es eben die Masse noch einmal mehr oder eine größere Masse noch einmal ansprechen kann. Es ist ein Baustein, das haben wir gesagt. Ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, Beschäftigungsverhältnisse von Ärztinnen und Ärzten von hier aus zu regeln, dass es einfach sein wird, Frauen in diesem Beruf zu halten, in den Strukturen, wie es jetzt gerade ist. Ich glaube, da werden andere Mechanismen greifen müssen. Aber dieser Baustein ist auf jeden Fall ein erster Schritt und ein wichtiger Schritt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Das Wort hat die Frau Kollegin Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum zweiten Mal haben wir eine Anhörung zum Landarztgesetz durchgeführt. Das war wieder spannend, weil diesmal die Kritik dieselbe blieb wie vor 2 Jahren, wenngleich die Landarztquote, die vorher abgelehnt wurde, also die Anzuhörenden haben die Landarztquote abgelehnt, aber haben den Wunsch der Landesregierung trotzdem nicht negieren können. Das war schon alles sehr spannend. Zur Wahrheit gehört nämlich, dass der Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN all die Kritik, die bereits bei dem SPD-Gesetzentwurf zur Landarztquote aufgeführt wurden, nicht ausräumen konnte. Da wären die Vorabquote von Medizinstudienplätzen. Und was finden wir in Ihrem Gesetz? Die Vorabquote. Die Festlegung von der Landarzttätigkeit für 10 Jahre. Und was finden wir in Ihrem Gesetz? Genau diese. Die Klausel zur Strafe, wenn die Ärztin oder der Arzt eben nicht die entsprechende Zeit auf dem Land bleibt. Was finden wir in Ihrem Gesetz? Genau diese Strafe.
Die Festlegung im Medizinstudium, Landärztin oder Landarzt oder Arzt im ÖGD zu werden. Und was finden wir? Genau diese Festlegung. Und zudem hatten Sie uns vorgeworfen, dass wir die Internisten nicht berücksichtigt hatten. Und was fand man bis zuletzt nicht in Ihrem Gesetzentwurf? Die Internisten. Das haben Sie gestern aber mit Ihrem Änderungsantrag nachgeholt. Und das begrüßen wir auch, sodass wir Ihrem Gesetzentwurf in Gänze dann auch zustimmen können. Auch räumen Sie weder aus, dass so manch ein Anhörender erneut sich über andere Landärzte stellt und von Ärzte zweiter Klasse spricht. Und Sie haben auch nicht geschafft, und das haben Sie immer wieder versprochen und betont, und Herr Dr. Bartelt hat es heute auch hier gesagt, dass man ja die wesentlichen Akteurinnen und Akteure von der Landarztquote überzeugen wollte. Überzeugen wollte ist die Vergangenheit. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben es heute erneut gesagt. Das ist sehr schade. Sie versprachen auch den hessischen Weg, aber auch Sie haben fast nur von anderen Bundesländern und von anderen Gesetzen abgepinnt. Und Sie haben uns das selbst auch vorgeworfen gehabt, aber für Sie scheinen da wohl andere Maßstäbe zu gelten, beziehungsweise ein spezifisch hessischer Weg. Das heißt wohl insbesondere, wenn über dem Gesetzentwurf eben CDU und Grüne und nicht SPD steht, meine Damen und Herren. Aber wir arbeiten sehr daran, dass sich das insgesamt und vor allen Dingen auch dann zukünftig bei der Inkraftsetzung von Gesetzen langfristig ändern wird. Was ich sagen will, wir sind eigentlich nicht weiter als vor 2 Jahren. Das sind fast 4 Semester, die man schon hätte nutzen können. Es wurde viel Zeit vertan, um die Landarztquote an den Start zu bringen. Sie hatten gesagt, dass Ihr hessischer Weg schnell und gut wirken wird. Aber wie gesagt, es ist viel Zeit ins Land gegangen. Und zweitens geht es auch bei Ihrem Gesetzentwurf nicht schneller, denn ein Medizinstudium dauert eben nun mal mindestens 12 Semester. Daran ändern auch Sie nichts. Auch haben Sie keine weiteren Ideen, wie man junge Menschen motivieren kann, den Landarztberuf attraktiv zu machen und dann aufs Land zu ziehen. Das sind all Ihre vollmundigen Versprechen aus 2020. Aber auch das kennen wir zu Genüge, viele Ankündigungen. Aber die Taten lassen auf sich warten. Statt zu agieren, wird immer nur recht spät reagiert. Ich finde, der Spruch trifft den Aktivitätsmodus der Schwarz-Grün Sozial- und Gesundheitspolitik der hessischen Landesregierung. Und zwar am Abend werden die Fleißigen müde, meine Damen und Herren. Aber zurück zum Gesetz. Ich bin über manche Rede hier wirklich sehr erstaunt. Sie bringen heute die Argumente vor, die vor 2 Jahren Sie noch nicht haben gelten lassen. Es sind nur kleine Nuancen, die Sie ändern. Das heißt, ich sage es noch einmal, die grundlegende Kritik der Sachverständigen bleibt, jedoch votieren diese anders. Ich hatte es ja schon vermutet in der ersten Lesung. Jetzt sind die Stellungnahmen insgesamt dann, also man lehnt zwar die Landarztquote ab, aber das Gesetz ist trotzdem positiv votiert worden. Das heißt, die Anzuhörenden haben sich zum Wunsch der Landesregierung um 180 Grad gedreht. Und das, meine Damen und Herren, lässt ganz schön tief blicken. Die Ausführungsverordnung, die haben Sie ja schon vorformuliert. Wäre auch schön, wenn Sie uns die mal zur Verfügung stellen würden. Es heißt, Sie wollen im Wintersemester starten. Auch darüber würden wir gerne informiert werden. Aber was Sie nicht geregelt haben, ist, dass wir eigentlich mehr Medizinstudienplätze brauchen. Die haben Sie nicht erhöht. Das ist nicht gut. Es fehlen ohnehin insgesamt Medizinstudienplätze. Und wir brauchen einfach insgesamt mehr Ärztinnen und Ärzte. Und ich will Ihnen nicht die Prognosen aufzeigen und die Analysen, dass pro ausscheidenden Praktika mehrere Köpfe nachbesetzt werden müssen. Diese Message müsste eigentlich mittlerweile auch bei Ihnen angekommen sein. Und deswegen ist es echt bitter, dass Sie auch in diesem Jahr wieder unseren Haushaltsantrag
eben mehr Medizinstudienplätze zur Verfügung stellen, ablehnen, meine Damen und Herren. Das haben Sie in den Haushaltsberatungen getan. Sie haben heute Abend noch einmal in den Abstimmungen die Möglichkeit, das zu ändern und Größe zu zeigen. Und ich will auch noch einmal für das Protokoll sagen, Sie haben es eben nicht geschafft, die Akteurinnen und Akteure zu überzeugen, sondern Sie zwingen quasi die Landarztquote auf. Und deswegen möchte ich auch in Ihrem Wortlaut bleiben, Herr Minister, beziehungsweise ich müsste Sie eigentlich zitieren. Sie hatten nämlich gesagt, der Gesetzentwurf ist als bloße Kopie, also ob von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder anderen, zu kurz gesprungen und wird der komplexen Thematik insgesamt nicht gerecht. Das müssen Sie dann auch für Ihr eigenes Gesetz gelten lassen, meine Damen und Herren. Sie haben ein Gesamtkonzept, ein ganzes Maßnahmenpaket angekündigt. Aber wie so oft ist das einfach noch ein Gespenst. Aber da wir als Sozialdemokraten davon überzeugt sind, dass die Landarztquote ein Baustein ist, um die medizinische Versorgung in unterversorgten Gebieten zu sichern, können wir heute, ich habe es ja schon gesagt, Ihrem Gesetz zustimmen. Und da zeigen wir eben anders als Sie, Größe, versuchen uns konstruktiv immer einzubringen und sind eben an der Sache orientiert. Aber ich möchte es noch einmal erwähnen, neben der Landarztquote ist es eben wichtig, alle möglichen Maßnahmen zu nutzen. Da haben Sie leider bisher wenig erreicht und noch viel Luft nach oben. In 2030 gehen 2.400 Hausärzte in den Ruhestand. Da hilft die Landarztquote eben allein nicht. Deswegen brauchen wir attraktive Rahmenbedingungen auf dem Land, attraktive Rahmen- und Arbeitsbedingungen für den Beruf des Arztes in unterversorgten Gebieten. Und schließlich möchte ich daran erinnern und an dieser Stelle auch mal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Stenografen, die ermöglichen nämlich, dass wir die Protokolle immer so schön nachlesen dürfen. Für Sie mal einen herzlichen Applaus und herzliches Dankeschön dafür. CDU und Grüne hatten nämlich zu unserem Landarztgesetz in Aussicht gestellt, die Bürokratie zu organisieren, und zwar so, dass die Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit für die Patienten haben, also eine Entlastung. Die ist für alle wichtig. Auch zu diesem Thema sind Sie still, kein Wort mehr dazu, obwohl es doch so wichtig wäre. Und da frage ich mich, wo ist denn Ihr Elan, den Sie in diesem Punkt noch bei unserem Gesetzentwurf an den Tag gelegt hatten? Irgendwie ist er verpufft. Also packen Sie es jetzt an. Statt sich jetzt auf dem Gesetzentwurf auszuruhen, braucht es Bewegung. Stillstand hatten wir mit Ihnen lange genug. Und abschließend möchte ich noch einmal sagen, dass ich mich wirklich freue für all die Studierenden, die jetzt mit der Landarztquote zwar 2 Jahre später, also 4 Semester, die wir hätten nutzen können, anfangen können, ihrem Traumberuf entgegenzufiebern. Ich freue mich aber auch für die Patientinnen und Patienten, die weiterhin gut von Landärztinnen und Landärzten versorgt werden können. Und dass die Landarztquote dann später einmal, dass die Menschen vor Ort dann später davon einmal profitieren können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Das Wort hat nun die Frau Kollegin Papst-Dippel, AfD-Fraktion. Geht's nicht? Ja, wir versuchen es. Ja. Und dann den Regler aufmachen. Ja. Das müssen wir mal rumprobieren. Und geht's? Nix. Und jetzt?
Test. Ja, scheint zu gehen. Was ein blödsinniges Ding. Ja, gut. Ja. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Sicherung der hausärztlichen Versorgung und des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist ein elementar wichtiges Thema für die flächendeckende Gesundheitsversorgung, also ganz konkret für die Gesundheit und Versorgung der Bürger im Krankheitsfall. Die Prognosen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen zeigen einen sehr hohen Nachfolgebedarf bei der Gruppe der zugelassenen Hausärzte. Er beträgt also allein im ländlichen Bereich etwa 50%. Eine künftige Unterversorgung muss in diesem Zuge Sorgen bereiten. Eine Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raumes muss an anderer Stelle weiter vorangetrieben werden, damit aufgebaute Strukturen auch gehalten werden können. Auch hierzu wurde in den Anhörungen von Seiten einer Ärztin ein eindeutiger Hinweis formuliert. Dass die Quote für ortsgebundene angehende Studenten eine Chance bietet, das wiederum finden wir sehr gut. Ob der vorliegende Gesetzentwurf in der Umsetzung dann die Problemlage beendet, das wird sich aber erst zeigen. Den Zeithorizont haben meine Kollegen schon aufgezeigt. Wir haben da in der bisherigen Debatte immer wieder Zweifel angemeldet. Im Bereich der Gesundheitsämter hört man derzeit, dass wegen Überlastung Kontaktnachverfolgungen nicht mehr in vollem Umfang stattfinden können. Eine Unterbesetzung mit Ärzten ist gegeben und Berechnungen zeigen, dass durch Ausscheiden in den Ruhestand dann nur noch 30% der Stellen besetzt werden könnten. Die allgemeine Entwicklung der Ambulantisierung im Gesundheitswesen und die negativ veränderte Bereitschaft von Ärzten, selbstständig zu arbeiten, werden sich auch noch weiter auswirken, bis in viele Facharztbereiche hinein. Im verständlichen Wunsch vieler Ärzte, die Risiken und Belastungen einer Selbstständigkeit nicht mehr tragen zu wollen, sehen wir einen der Hauptgründe für die mangelnde Attraktivität des klassischen Hausarztes, so wie wir ihn bisher kannten. Auf der anderen Seite ist die Gründung von medizinischen Versorgungszentren teilweise schwierig, auch in Bezug auf den in Statistiken erkennbaren Mangel an Fachärzten. Ich habe in vorherigen Redebeiträgen schon darauf hingewiesen, dass offenbar auch eine hohe Dichte, zum Beispiel an Kinderärzten, noch Engpässe bei der tatsächlichen Versorgung hinterlassen kann. Solange die Bedarfsplanung nicht an den tatsächlichen Bedarf einer Region angepasst wird, suchen Eltern immer wieder nach Betreuung für die Pflichtuntersuchungen und natürlich alle darüber hinausgehenden Belange. Die Zunahme chronischer Krankheiten bei Kindern, Prävention und die Pflicht aber auch zusätzlichen Untersuchungen sollten hier den Weg weisen, etwas zu ändern. Mittlerweile bekomme ich als Mehrfachgroßmutter die Probleme hautnah mit. Die Suche nach einem Arzt, nach einem Kinderarzt, der zur Familie und zum Kind passt, ist teilweise langwierig und schwierig. Ich hatte damals das Frankfurter Beispiel genannt, wo eigentlich eine große Dichte an Kinderärzten ist, aber die Familien trotzdem abgewiesen werden. Eine Bedarfsplanung, die bei den Ärzten neben der Anzahl der Einwohner besonders auf Behinderungen und Pflegebedürftigkeit abstellt, ist für den Allgemeinarzt unzureichend. Meine Damen und Herren, ich wiederhole, dass der Allgemeinarzt zunächst alle Altersgruppen abdeckt und die erste wohnortnahe und grundlegende Anlaufstelle für Patienten und oft für Familien ist. Zu den erwarteten Verbesserungen im Bereich des ÖGD, des öffentlichen Gesundheitsdienstes, wiederhole ich ebenfalls meine Aussagen aus dem letzten Jahr. Bei den Gesundheitsämtern gibt es eine Aufgabenkonzentration und weitere Aufgabenbereiche kommen jetzt noch dazu. Darüber haben wir an anderer Stelle debattiert. Wie man mit den festliegenden 13 Plätzen unter 1.000 Medizinstudienplätzen einer prognostizierten Unterbesetzung von 70% in 10 Jahren, wenn dann die ersten fertig werden, vorbeugen möchte, das erschließt sich uns weiterhin nicht. Leider kann man nicht sicher sagen, wie groß in der Zukunft auch eine eventuelle Abwanderung von Ärzten sein wird und ob eine Attraktivitätssteigerung des ÖGD hier ausreicht, um gerade die zunehmend übertragenen Aufgabengebiete ebenfalls attraktiv aussehen zu lassen.
Meine ausgiebige Problembeschreibung zeigt, dass wir bezweifeln, dass der Gesetzentwurf alle Lösungsansätze abdeckt. Wir haben darauf hingewiesen und es auch während der Anhörung bestätigt bekommen, die Anzahl der Studienplätze für Medizin muss zusätzlich mindestens für eine gewisse Zeit angehoben werden. Diese Forderung kommt aus den hessischen AfD-Fachgremien und wurde schon vor den Landtagswahlen beschlossen. Und in diesem Punkt sind wir uns dann auch einig mit der Fraktion der SPD hier im Landtag. Der Bedarf an Medizinern zieht sich durch fast alle Fachrichtungen und die bekannte Altersstruktur wird zu weiteren Problemstellungen führen. Einen entsprechenden Haushaltsantrag zur Erhöhung der Anzahl der Studienplätze haben wir von der AfD eingebracht. Meine Damen und Herren, wir werden diesen Gesetzentwurf zur Landarztquote, wie man so sagt, als Schritt in die richtige Richtung mittragen. Wir werden allerdings dem Änderungsantrag nicht zustimmen können, weil hier die Konzentration von Krankenhausverbünden weiter gefördert wird. Abschließend. Die solide und bestmögliche Gesundheitsversorgung der Menschen aller Altersgruppen und bei jedem Gesundheitsstatus muss bei allen weiteren Entscheidungen als Kompass dienen, sowohl kommunal als auch auf Landes- und Bundesebene. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Babsibbel. Jetzt hat das Wort der Sozialminister, Staatsminister Kai Klose. Hi, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist ein sehr ernstes Thema und dennoch will ich vielleicht ein bisschen locker anfangen und bedauern, dass, obwohl das ZDF sich über Jahre in 22 Staffeln Mühe gegeben hat, die wichtige und spannende Tätigkeit des Landarztes den Deutschen näher zu bringen, wir leider immer noch Schwierigkeiten sehen, Ärztinnen und Ärzte für die Arbeit in ländlichen Gebieten zu gewinnen. Aber das nur eingangs. Auch das. Ein Instrument, wie wir diesem Mangel begegnen wollen, ist die Landarztquote. Und es ist völlig klar, die Landärztinnenquote allein wird den Mangel an Ärztinnen und Ärzten nicht beheben können. Sie ist aber eine Möglichkeit. Für manche ist es sogar die letzte. Denn gerade wer es im üblichen Auswahlverfahren ja schwer hat, beispielsweise weil er oder sie nicht den notwendigen Notendurchschnitt erzielt hat, bekommt damit einen weiteren Zugang, ihrem oder seinem Traumberuf nachzugehen. Und da sprechen wir von Menschen, die häufig viele Jahre ehrenamtlich im medizinischen Bereich gearbeitet haben und die sogar dort eine Ausbildung absolviert haben, um ihre Chancen, diesen Beruf zu ergreifen, zu verbessern. Und genau diese wichtigen Praxiserfahrungen werden wir künftig bei der Auswahl berücksichtigen. Und das ist gut so, denn Studierende mit medizinischen Vorerfahrungen können ihr Wissen im Studium erfolgversprechend einbringen, besser einschätzen, was auf sie zukommt, und sie sind mit Begeisterung bei der Sache. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist deshalb ein wichtiger Baustein, um sowohl die hausärztliche Versorgung insgesamt als auch den öffentlichen Gesundheitsdienst mittel- und langfristig zu stärken. Genauso übrigens, wie wir den öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen mit unserem Hessischen Landesamt für Gesundheit stärken wollen, das wir in diesem Jahr errichten werden. Gerade der öffentliche Gesundheitsdienst benötigt qualifizierte Ärztinnen und Ärzte mit einer passgenauen Weiterbildung, damit er dann den vielfältigen Anforderungen, die denen der ÖGD als dritte Säule des Gesundheitswesens gegenübersteht, auch dauerhaft bewältigen kann. Und unsere ÖGD-Quote genau bietet dazu einen zusätzlichen Anreiz für die Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und ja, inzwischen haben weitere Bundesländer ein Gesetz zur Landärztinnenquote in Kraft gesetzt, für alle.
war Nordrhein-Westfalen ein Vorbild. NRW übrigens, Herr Püssing, Sie haben es jetzt ja schon hinreichend gehört, hat das mit Karl-Josef Laumann als Minister in einer schwarz-gelben Landesregierung unter Beteiligung Ihrer Partei auf den Weg gebracht. Ich frage mich wirklich, wie das dann ein solcher Frevel sein kann, wie Sie es hier eben in Ihrer Rede dargestellt haben. Und anders als die SPD, Frau Dr. Sommer, haben wir eben das Gesetz aus NRW nicht einfach nur eins zu eins abgekupfert. Für uns war immer entscheidend, dass wir ein für Hessen maßgeschneidertes Konzept entwickeln wollen. Ein Konzept, das den Studienerfolg und auch die Zufriedenheit der Studierenden im Blick hat. Und das haben wir mit diesem Gesetz geschafft. Und wie uns das gelungen ist, will ich Ihnen kurz skizzieren. Ganz wesentlich für dieses Gelingen ist das Schwerpunktcurriculum, das vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst und für Soziales und Integration, vielen Dank dafür auch an die Kollegin, gemeinsam mit Professor Gerlach und den drei hessischen Fachbereichen für Medizin in enger Abstimmung entwickelt worden ist. Dieses Schwerpunktcurriculum sieht vor, dass die Studierenden bereits ab dem ersten Semester durch Mentorinnen und Mentoren begleitet werden und schon während ihres Studiums praktische Erfahrungen auch und gerade in Praxen im ländlichen Raum sammeln können, damit sie gezielt an ihre künftige Tätigkeit herangeführt werden können. Und genau das macht die hessische Besonderheit des Schwerpunktcurriculums aus. Den Studierenden wird eine umfassende Betreuung und Lehre an den Universitäten ermöglicht. Und zusätzlich wird jede der drei ausbildenden Universitäten einen speziellen inhaltlichen Schwerpunkt in das studienbegleitende Seminarprogramm integrieren. Die Universität Frankfurt wird sich auf Digitalisierung und Kommunikation in der Medizin fokussieren. Die Universität Gießen auf die Einbindung pädiatrischer Inhalte, die ja gerade in der ländlichen Versorgung häufig von Hausärztinnen und Hausärzten abgedeckt werden. Und die Universität Marburg wird einen zusätzlichen Schwerpunkt auf interprofessionelles Lernen legen. Daran sehen Sie, wie gut abgestimmt wir dieses Projekt angehen. Und deshalb will ich auch die Gelegenheit nicht versäumen, den Fachbereichen für Medizin der Universitäten in Frankfurt, Gießen und Marburg sehr, sehr herzlich für die wirklich gute und intensive Zusammenarbeit in den letzten Jahren zu danken. Es hat sich gelohnt, dass wir uns die zusätzliche Zeit genommen haben, denn das Ergebnis ist dadurch deutlich besser geworden als in manchem anderen Land. Gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen und ihren Änderungsanträgen haben wir ein umfassendes und auch anspruchsvolles Paket für unsere künftigen Studierenden geschnürt. Ich bin überzeugt, dass wir auf diesem Weg genau die Bewerberinnen und Bewerber auswählen, die motiviert sind, die Freude an diesem Beruf haben werden. Und ich bin sicher, dass wir dazu beitragen, die Versorgung im hausärztlichen Bereich und in unseren Gesundheitsämtern erfolgreich sicherzustellen. Und meine Damen und Herren, ich möchte weitere Regelungen dieses Gesetzentwurfs aber nicht unerwähnt lassen. Wir passen mit dem Gesetzentwurf das Hessische Heilberufsgesetz an. Damit kann die Psychotherapeutinnenkammer Hessen ihren Namen endlich auch offiziell führen. Der Gesetzentwurf umfasst auch wichtige Änderungen des Hessischen Krankenhausgesetzes. Unter anderem werden die Sonderstatusstädte in die Pflicht zur Gewährleistung der Krankenhausversorgung einbezogen und können so die Krankenhäuser, die sich in ihrer Stadt und ihrer Trägerschaft befinden, besser als bisher finanziell unterstützen. Im Mittelpunkt steht aber die Neuregelung über die Erhöhung der jährlichen Investitionspauschale für die Verbundkrankenhäuser. Und damit werden Krankenhausverbünde bei der Investitionsförderung weiterhin durch das Land privilegiert. Bestehende Verbünde erhalten so eine um 10% erhöhte Investitionspauschale. Und davon werden gut die Hälfte der rund 120 hessischen Plankrankenhäuser profitieren. Die Neuregelung führt aber auch zu einer deutlich differenzierteren Verteilung unserer Fördermittel. Und auch die Nichtverbundhäuser übrigens profitieren davon, wenn wir die Pauschalförderung im kommenden Jahr noch einmal erhöhen. Den Krankenhäusern wird es möglich, die jährliche Investitionspauschale auch für förderungsfähige Vorhaben nach dem Krankenhauszukunftsfonds zu verwenden. Und so kommen all diese Neuerungen den hessischen Patientinnen und Patienten zugute. Und so soll es sein. Applaus.
Meine Damen und Herren, dieses Gesetz stellt weitere Weichen in Richtung einer zukunftsfesten Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Hessen. Es wird die medizinische Versorgung nachhaltig verbessern. Am Abend werden die Fleißigen müde, so hat Frau Dr. Sommer unsere Politik charakterisiert. Ich füge hinzu, wir Fleißige dürfen das auch sein, Frau Dr. Sommer. Das unterscheidet uns von Ihnen. Ich freue mich auf möglichst breite Zustimmung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister. Damit ist die Aussprache beendet. Abstimmung kommt nachher.